noch einer mitspielt. Ja, sehr schön. Hier oder mit uns? Ja, klar. Dann schmeiß ihn rüber. Ich könnte auch noch einen fragen. Ja. Ja, dann frag, voll gerne. Immer fragen. Aber war der Click-Count nicht ein bisschen niedrig? Oder wie war es, Mutze? Der was? Click-Count? Click-Count. Nee, 40 Sekunden. Ich hab den extra hochgestellt. Zum Spielen wir mit 35. Ja. Ja, wir sind aber auch nur 5. Also ich musste schon immer, ja, wir sind ein wenig. Ich musste schon immer ziemlich lange warten, um mal zu schnitzen. Trotzdem hat er gechillt alles töten können. Naja, ich hätte recht früh einen Nastraum killen können, wollte das aber eigentlich gar nicht. So, weil ich dachte, der Neuling, lass ihn mal ein bisschen schnuppern. So. Tatsächlich kenne ich das Spiel. Achso, naja, auf jeden Fall, er hat sich immer so angeboten und dann dachte ich, ja, scheiß drauf, jetzt nehme ich ihn mal weg. Nastraum, fragst du noch deinen Kollegen? Ja, der kann ich. Na toll. Blöder Hund, ich wollte sagen, voll nett, dass du gefragt hast. Aber in dem Moment, wo halt auch nur noch zwei leben, ne? Dann mache ich links den Alarm, dann müssen ja auch zwei rüberrennen und dann kann ich in Ruhe einen rausnehmen und selbst wenn ich einen nicht rausnehme, dann ist es schon kritisch, weil ihr dann auch beide dahin laufen müsst und die Zeit runterläuft, ne? Von dem Reaktor. Ja. Also das ist schon Hölle. Den meine ich ja, sind 40 Sekunden wirklich gut oder braucht man da nicht noch ein bisschen länger? Weil bei den wenigen schaltest du halt... Kill Cooldown wird halt dann auch öfter einer gefunden, ne? Aber ich habe euch auch so gekillt, dass ihr nicht so schnell gefunden werdet. Sack! Also 40 Sekunden ist eigentlich schon ziemlich lange. Aber wenn wir 7 Leute sind, ne? 1 gegen 6 ist dann natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger so langsam. Sag Bescheid, wenn du startest, oder? 1 gegen Willi? Ja, wenn es zu hart ist mit dem Kill Cooldown, müssen wir mal gucken, dann machen wir wieder runter. Hast gehört? Sag Bescheid, wenn du... startest. Hallo Timo! Ja, da muss der Timo reinkommen. Unten steht der... Code. Ja, im Let's Play TJ Player Teamspeak TUWVXQ. Ja, okay. Sei froh, dass ich keine Zuschauer habe. Ja, sollen wir zuschauen? Ja, gleichzeitig noch, gell? Dann sehen wir auch, wer der Killer ist. Ja, nee. Nee. Okay. Wieso nicht? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, wie dumm ist das, wenn ich der Killer bin und ihr seht das im Stream? Wäre doch voll cool. Ja, oder? Wir würden halt auch sehen, wenn du gekillt wirst, also ist das auch doppelt dumm. Das wäre ja, richtig cool. Dumm. Ja, aber der TJ war schon nie so der Hellste. Ist auch noch nie der Killer gewesen. Ja, das liegt halt an seinen Eltern, die kommen halt beide aus Brasilien, da kann man halt auch nicht so hell sein. Alter, Nimmst du etwa noch auf? Ja. Oh, Scheibenkleister. Streamen. Also, da muss man sich ja jetzt noch gut abstimmen können. Keine Sorge, Kinder, hier ist der Mannschaftssprecher, Nutzer der Eigennacht, der ist im Nebenraum und chill, der schläft schon, der ist müde. Also nicht, dass ihr denkt, das kommt irgendwie von ihm. Ja, ja. Oh, es geht los. Ja, oh, verdammt. Mikrofon muted. Es gibt's nicht. Ich will einmal länger leben. Einmal. Oh nein, Pipi Kaka ist tot. Cockpit. Guten Tag im Cockpit. Okay, also Nastrop und Entername und ich sind es nicht. Nee, sag ich doch. Wo wärst du denn am Anfang Richtung Cockpit gelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte erst Richtung Cockpit laufen, aber. Ja, ich weiß es Ich hab Firefood nach unten laufen gesehen, meine ich. Ja. Ich bin danach auch nach unten gelaufen. Aber es kann halt eh nur Firefood oder Marmelade sein. Ja, sag ich auch. Also wir drei waren zusammen. Hä, bin ich wieder zurückgelaufen und hab den Müll rausgetan, bin ich runter in die Mitte, ganz unten den anderen Müll rausgetan und dann bin ich zur Electrical gegangen. Das kann ja alles sein, aber wir können dann ganz selber entspannt Müll sein, weil wir schon... Mute, andere Möglichkeit, was ist, wenn Nastrop sich selber gemeldet hat? Das kann natürlich auch sein. Rennt dahin mal schnell den Kill und ja...
Sehr unwahrscheinlich. Hätte eventuell sein können, ja. Also wir beide waren es auf jeden Fall nicht. Weil wir waren gerade zu zweit noch. Sehr unwahrscheinlich. Also, das wäre halt auch nicht clever. Weil er weiß, dass wir zwei hinter ihm sind. So. Ja, ich habe euch ja gesehen. Ich hab eigentlich auf euch gewartet, bis ihr auch reingeht. Sichtfeld alleine von, an der Kante kann, wäre super dumm gewesen. Also ich glaube da nicht dran. Ist entweder gelb oder rot. Okay, da einigen wir uns auf Firefood. Das ist so eine Schweinehunde, ne? Das ist also sehr. Einfach mal ins Blaue. Einfach ins Blaue. Gut, das ins gut, dass sie mich nicht hören, weil ich bin ja tot. Ja, ins Gelbe. Gelbe. Ins Blaue, Gelbe. Oh. Bei Wasserstuhl. Das Trumpf hat auch geskippt. Ich hab schon mal einfach eins geskippt. Ja, hat er gesagt. Okay. Das ist nicht schön. Das ist Das gibt's doch nicht. Aber es wusste ich aber nicht mehr wirklich nicht, ob es er ist oder nicht doch rot. Ja, ich also meine wusste auch, nicht mehr, wer alles gesehen zu haben, aber das wäre mir nicht so sicher gewesen. Aber in ja, so einer gut, Situation wie, kann man es probieren. Ja, wir drei waren halt, das war halt echt doof gelaufen, dass wir drei die ganze Zeit zusammen waren am Anfang, gell? Ja, ich wollte euch beide sichern, weil ihr wart so ein bisschen auf den Haufen und ich habe gedacht, wenn einer von euch der Mörder ist und ich stelle mir jetzt dritte Person dazu oder eine an die Nähe erstmal, um zu gucken, ob da direkt ein Kill passiert, ne? Ich dachte, er weiß es, der Killer, weil er nicht in unseren Raum gekommen war, als wir schon im, wie heißt denn das? Ja, er stand da die ganze Zeit, ja, wir machen Tasch und er steht da und guckt uns zu. Das war ganz so komisch. Was ist denn mit dir los? Ja, ich musste natürlich gucken, ob dich einer von euch weggemacht wird. Ja, siehst du, und deshalb bin ich dann auch stehen geblieben, ob nicht einer von euch da war. Deswegen bist du stehen geblieben und ich dachte die ganze Zeit, oh, der wartet, bis wir uns trennen.